Persönlichkeitsentwicklung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Podcoffee Talk mit dem lieben Heinrich Kurzeder. Und zwar darf ich den Heinrich Kurzeder begrüßen. Er ist auch bekannt unter dem Namen der Redermacher und hat in dieser Branche die Agentur 5 Sterne Redner gegründet und auch mittlerweile schon verkauft. Durch seine Agentur sind einige Top-Redner dann erfolgreich geworden oder hat sie erfolgreich gemacht. Und ja, gebürtig kommt er aus Passau, also ganz gebürtig eigentlich aus dem Tegernseer Land, aber wohnt jetzt in Passau und ist seit 40 Jahren im Vertrieb und Marketing und hat mehrere Stellen und leitende Funktionen in dem Vertrieb mit aufgebaut und halt auch betreut und halt auch Neukunden, Bestandskunden, Akquise dort betrieben. Er hat mehrere coole Leidenschaften, Hobbys wie Motorsport, Skifahren, Downhill-Biken. Ja, das sind so seine großartigen Stärken. Gut, seine großartigste Stärke ist natürlich das Verkaufen. Seine kleine Schwäche, ja, wie es jedem ist, ne, ist ja das Schreiben, aber dafür kann er das ganz gut mit den anderen Sachen machen. Und jeder, denke ich mal, wo das hat, kann sich da auch noch rausüben und kann da auch noch ein bisschen besser werden. Das ist ja auch meine so kleine Schwäche, das Schreiben. Ne? Habe ich ja auch öfter schon mal euch erzählt, aber da habe ich mich auch schon mehrfach verbessert. Ja. Und das heutige Thema in dem Podcoffee Talk ist Verkaufen auf Bayerisch, aber mit meinen 12 Fragen zu dem Thema Verkaufen auf Bayerisch. Seid gespannt, was der Heinrich, auch genannt Henny, so euch erzählen darf und erzählen kann. Ja, schönen herzlichen Willkommen, lieber Heinrich, Henny, in meinem Podcast. Ja, grüß dich, Michael. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die liebevolle Anmoderation. Das stimmt, in Tegernsee geboren. Aber aktuell lebe ich in Dillingen. Da ist auch unsere Agentur und mein Unternehmen. Und wenn ich mal nicht arbeiten muss, dann bin ich in St. Johann in Tirol. Meine Frau ist Österreicherin. Und ich verbringe die Hälfte meiner Zeit eben dann bei ihr in Österreich. Cool. Ja, Österreich ist mega. Also St. Johann ist mega. Noch eine Leidenschaft, das ist so meine erste Leidenschaft, wo ich so habe, Wilde Kaiser, Elmau, Schäffau, danach kommt Mallorca. Genau, die erste Frage, wie bist du eigentlich generell zu dem Thema Rednermacher verkaufen auf Bayerisch denn gekommen? Ja gut, das Verkaufen auf Bayerisch, das kam relativ schnell. Ich habe meine Lehre als Werkzeugmacher gemacht und bin dann relativ schnell in den Vertrieb gekommen über den Umweg der Produktentwicklung und habe in verschiedenen Branchen gearbeitet und habe halt festgestellt, so ein bisschen ein Problem von mir ist so ein bisschen das Thema Fremdsprachen. Also Englisch geht vielleicht gerade noch, aber alles, ich muss Menschen bewundern, die so 5, 6 Sprachen fließend sprechen. Das liegt mir total fern. Ich kann ja nicht einmal gescheit Hochdeutsch. Und deswegen bin ich eigentlich draufgekommen, was kann ich recht gut, außer Skifahren und Mountainbiken natürlich, was man im Geschäftsleben jetzt weniger brauchen kann, habe ich gesagt, naja gut, was kann ich verkaufen und bayerisch. Und so kam dann das Thema Verkaufen auf bayerisch. Dazu gibt es von mir ein paar Vorträge. Das ist ein bisschen eine humorvolle Geschichte, wo man so dieses bayerische, die bayerische Lebensart vergleicht mit Dingen, die im Vertrieb passieren. Ich habe da auch noch ein Beispiel mitgebracht, da werden wir vielleicht dann später noch drüber reden. Und irgendwann kam ich dann in Marketing und Vertrieb und
Irgendwann war ich dann in der Rednerbranche und habe das gemacht, was ich kann. Ich habe einen Redner verkauft. Mehr konnte ich nicht, aber heute würde man sagen, ich habe den gemanagt. Klingt natürlich sexy. Vor über 20 Jahren hat man gesagt, der hat den vermarktet. Und ich habe den dann bekannt gemacht und habe da große Kunden akquiriert und habe ihn zum Verlag gebracht und habe ihn in Agenturen gebracht und so weiter. Und dann habe ich festgestellt, was ich sehr, sehr gut kann, ist Menschen bekannt machen. Und nach ein paar Umwegen und Stationen habe ich eben dann Fünf-Sterne-Redner gegründet. Zu meiner Zeit die größte Agentur in Deutschland, eine der größten in Europa mit der Niederlassung in Dubai und einer Niederlassung in New York. Da ging es dann schon wieder los mit den Sprachen. Aber Gott sei Dank war dann mein Sohn mit im Unternehmen, oder der ist auch noch im Unternehmen, der Michael. Und der konnte sehr, sehr gut Englisch. Und so hat der den ausländischen Vertrieb gemacht. Und ich habe mich mehr um die heimische Wirtschaft gekümmert. Und da fanden die Leute es alles toll da, oder nett, dass ich so bayerisch spreche. Wenn ich gesagt habe, verstehen Sie mich, haben Sie ein Problem mit meinem Dialekt, haben die alle gesagt, ja, wissen Sie, ich fahre ja so gern nach Bayern in den Urlaub. Und das war dann auch ein bisschen so Markenzeichen von mir, das bayerisch sprechen. Ja, und jetzt betreue ich halt Redner, Unternehmer und Manager zum Thema bekannt werden. Das heißt also, ob ein Redner oder ein Unternehmer einfach einen höheren Bekanntheitsgrad haben möchte, das kann ja viele Gründe haben, berühmt zu werden, bekannt zu sein, zumindest branchenintern bekannt zu sein. Und da setzt halt mein Workshop an und da kümmere ich mich um Menschen ganz gezielt und ganz individuell darum, sie berühmt zu machen. Cool. Die zweite Frage: Wie hat bei dir alles eigentlich angefangen, generell von deinem Unternehmen, halt als vom Werkzeugmacher her und dann hin zu der größten Redneragentur Deutschlands international? Naja, eigentlich wollte ich mal Olympiasieger werden. Und im Skifahren. Und die war zur damaligen Zeit eine Hausaufgabe befreit und habe sehr, sehr viel trainiert. Aber es hat halt irgendwie nicht gereicht für einen Olympiasieg und musste von irgendwas Ordentlichem leben. Und dann hat mein Papa zu mir gesagt: Bub, du wirst Werkzeugmacher. Werkzeugmacher werden immer gebraucht. Und dann habe ich gesagt: Dann werde ich halt Werkzeugmacher. Ja. Habe aber lang bald festgestellt, also bin handwerklich sehr geschickt, ich kann alle meine Fahrräder selber reparieren, ich kann vieles machen, aber ich habe halt dann festgestellt, so dauerhaft ist das jetzt auch nicht so mein Ding, mit dem Blaumann rumzulaufen und habe immer zu den Ingenieuren geschaut im weißen Kittel und habe mir dann gedacht, jetzt studierst du. Und dann habe ich auf der Abendschule, also neben meinem Job 4 Jahre lang jeden Tag oder viermal in der Woche von abends 19 Uhr bis von 18 Uhr bis 21 Uhr in München Maschinenbau studiert und bin jetzt staatlich geprüfter Maschinenbautechniker. Und in dieser Funktion auch war ich dann in der Produktentwicklung und irgendwie hab ich ja immer mit Kunden zu tun gehabt. Und dann hat der Vertriebsleiter gekündigt und der war dann von einem Tag auf den anderen weg und dann hieß es, wer macht das jetzt? Mensch, der Heini, der kann ja so gut mit den Kunden reden. Und über Nacht war ich dann Chef von 60 freiberuflichen Handelsvertretern mit 22. Und keine Ahnung von irgendwas. Aber ich konnte halt reden. Und dann habe ich da angefangen, Produkte zu verkaufen und habe die unterstützt. Und die Kombination war natürlich geil, weil ich ja das fachliche Wissen von meinem Studium, von meinem Beruf hatte und aber reden und verkaufen konnte. Und da war ich da sehr, sehr erfolgreich. Und so ging das weiter und habe dann verschiedene Stationen gewechselt. Bis ich auf einmal beim Redner gelandet bin und der hat gesagt, ja, du kannst ja meine Seminare und Vorträge vermarkten. Und das war dann der Startschuss vor 22 Jahren in der Branche. Und über verschiedene Stationen habe ich dann irgendwann einmal erkannt, wenn ich es richtig machen will, muss ich eigene Firma gründen. Habe dann Fünf-Sterne-Redner gegründet. Wir sind dann vom Start super, hyper erfolgreich geworden. Und einfach, um einmal ein paar Namen zu nennen, damit sich auch die Hörer, die jetzt nicht in der Rednerbranche so zu Hause sind, vorstellen kann, wen ich so betreut habe. Zum Beispiel Sven Gabojanski, der Zukunftsforscher, Dr. Boris Nikolai Konrad, der von vielen, vielen Fernsehauftritten bekannt ist, der zum Beispiel in verschiedenen Talkshows auch Promis betreut hat zum Thema Gedächtnisstärke, Zahlen, Daten, Fakten merken. Dann den Stefan Kunz,
den Trainer von der U21-Nationalmannschaft und der aktuelle bekannteste vielleicht ist die Nathalie Geisenberger, die einzige sechsfache Olympiasiegerin, die Deutschland überhaupt hat. Und viele, viele andere Menschen habe ich betreut. Und damit man es nicht falsch versteht, ich habe natürlich die Nathalie Geisenberger nicht als Sportlerin berühmt gemacht, sondern ich habe geschafft, mit der Nathalie Geisenberger ein Brand zu kreieren, wo die Leute auch sagen, Mensch, die hält auch tolle Vorträge. Und das ist so meine Stärke. Und wie gesagt, vorher Nikolai Konrad, Ilja Greschkowitz, Stefanie Voss und viele andere habe ich praktisch vom Start weg begleitet, in den Markt gebracht, den Bekanntheitsgrad, die Umsätze und vor allen Dingen auch die Honorare gesteigert. Wenn du mich fragst, was ich am besten kann, außer Bayerisch, dann ist es wahrscheinlich Leute bekannt machen. Ja, das hört man, also das hört man raus. Da hast eigentlich schon die dritte Frage, ich stelle sie aber gerne noch einmal, schon ein bisschen vorweggenommen. Wer oder was hat dich in der Vergangenheit geprägt? Da hast du gesagt, deine Eltern. Ne? Ja, also am meisten geprägt hat mich sicherlich meine Frau, mit der ich seit über 35 Jahren verheiratet bin und ohne die ich heute auch nicht da wäre, wo ich jetzt bin. Also ein Spruch von mir war ja immer lieber tot als überholt. Zu meiner Skifahrerzeit, zu meiner Motorradfahrerzeit. Und wenn ich meine Frau nicht kennengelernt hätte, dann hätte ich mich sicherlich irgendwann mal einen Baum gewickelt. Also ich habe ja viel, viel, viel zu verdanken. Wir sind, wie es so schön heißt, durch gute und durch schlechte Zeiten gegangen. Wir haben auch viele negative Sachen erlebt. Wir haben viele Downs gehabt. Du kannst dir vorstellen, wenn du mehrere Firmen gründest, wie sich das alles so entwickelt. Und wir haben oftmals nicht gewusst, wie es weitergeht. Und heute geht es uns sehr, sehr gut. Und das habe ich alles meiner Frau zu verdanken. Die mega spannend, also das Thema ist mega spannend, gerade in der Beziehung, gerade wenn man verheiratet ist. Ich denke, du bist schon lange verheiratet, ist es wirklich, dass es kein Work-Life-Balance mehr ist, sondern Work-Life-Blending ist, ne? Dass du wirklich zusammenstehst, dass du wirklich Business und Privatleben zusammen dich verbinden, dass du wirklich gemeinsam Ausgleich hast, aber gemeinsam halt auch die Werte miteinander teilen, ne? Das Private und das Berufliche, ne? Miteinander verbinden, ne? Das mega Spaß und das ist, dass man sagt, es ist ja auch so schön, wenn man das von einem Priester hört, ne? Bei einer Trauung, ne? Bis euch der Tod euch scheidet, in guten sowie in schlechten Zeiten, ne, dass man da zusammenhält. Ne, und das ist bei den meisten ja auch so, dass es im Business dann halt auch im Unternehmen halt in guten Zeiten wie in schlechten Zeiten ist. Ne? Extrem spannend. Die vierte Frage, welche Geschichte mit dem Zusammenhang mit dem Thema Verkaufen auf Bayerisch ist bei dich aktuell am wichtigsten? Also Verkaufen auf Bayerisch heißt auch Dinge anzupacken, was zu tun. Und die Bayern sind gerade raus, direkt und ehrlich, aber die machen auch was, die tun was, die kommen ins Handeln, die bewegen was, die greifen an. Man sagt da hemdsärmelig, mit dem Schädel durch die Wand. Muss nicht immer ganz genau das Richtige sein, aber das größte Problem, das ich im Moment sehe, in der Wirtschaft, bei meinen Rednern, aber auch in der Politik, ist, kein Schwein kommt ins Handeln. Wir diskutieren uns zu Tode. Wir reden über alles. Wir haben so einen Schädel auf. Wir wissen alles. Beispiel, Ernährung. Die Ernährungsvorträge bei uns, die gehen wie die Höllensau. Da sitzen 800 Leute drin, schauen sich den Patrick Heitzmann an, gehen raus und wissen genau, wie es gehen würde. Mehr Sport, weniger Essen. Und wer setzt um? Keine Sau. Und am allerschlimmsten ist momentan die Politik. Das ist so eine Katastrophe, habe ich überhaupt noch nie erlebt. Also wer immer auch das gewählt hat, muss es jetzt ausbaden, ist mir auch wurscht. Aber wenn ich nur denke, was wir zu dem Thema Impfpflicht für ein Rumgeeier gehabt haben. Ich bin nicht für oder gegen die Impfpflicht. Ich will mich ich da aushalten. Ich auch. Ich habe da eine eigene Meinung, das ist meine private Meinung. Aber ich sage jetzt einmal,
Jetzt schau mal hin, was für Geschisse wir gehabt haben. Unser Bundeskanzler, der kommt nicht ins Handeln, der traut sich nicht mal eine Gesetzesvorlage machen, weil er so viel Schiss hat, weil man immer alles diskutieren muss. Ja. Und wir diskutieren uns zu Tode. Und noch schlimmer, noch viel schlimmer ist die Diskussion, die wir gerade führen, zum Thema Ukraine. Ja. Entweder sagt ihr nicht da drunten, Freunde, wir können nichts machen, es tut mir leid, dann ist es so. Oder man sagt, okay, Freunde, wir helfen euch und dann schicken wir euch alles, was wir haben. Ja. Aber wir diskutieren und dann schicken wir mal ein paar Helme runter. Selig ist das für Leute. Das Hauptproblem. Die Leute müssen ins Handeln kommen. Da würde den FC Bayern zitieren, wenn der Thomas Müller vor einem Tor steht, dann gründet er keinen Arbeitskreis, sondern schießt er. Hm, genau. Ah, ich muss mich so aufregen, tut mir leid, aber das ist halt bayerisch, nicht? Und ja, nee, das halt ist, aber darin ist es das Problem in der Wirtschaft und überall, die Leute kommen nicht ins Handeln. Wir haben alle das Wissen für die nächsten 1000 Jahre und das Wissen ist bei uns völlig frei verfügbar und es nutzt keiner. Es nutzt keiner. Richtig, es nutzt keiner. Also die gerade das, ich habe es ja auch mit der Johanna gehabt in dem Podcast. Podcast-Interview mit Johanna Dahm. Die Politiker können keine Entscheidung treffen, keine schnelle Entscheidung treffen, zwecks der Ukraine, zwecks der Pandemie. Ne? Die müssen alles irgendwie überdings, da ist keine Entscheidung. Ne? Wenn ich das jetzt im Unternehmen rechne oder als Unternehmer oder Selbstständiger sage, ich muss meine Entscheidung sofort treffen, ob ich dahin gehe oder dahin gehe oder das mache oder das mache. Klare Entscheidung, Klarheit. Und die Klarheit fehlt gerade. Ne? Da stehen Panzer bei Rheinmetall oben bei Düsseldorf. Die werden zurechtgemacht. Und dann irgendwann kommen sie ja in die Ukraine. What the fuck? Was wollen die mit den Panzern? Schickt endlich einsatzfähige, also so denke ich, einsatzmögliche Sachen. Ne? Und keine irgendwie überholten Sachen, sondern wirklich jetzt. Na, aber egal, ich halte mich da auch raus, weißt du, ich denke auch meinen Teil. Genau. Ja, ich sage jetzt mal, solche Dinge gehören nicht zu einem öffentlichen Podcast. Nein. Da muss jeder seine eigene Meinung haben. Richtig, genau. Deshalb bleibt das Thema da unten vor. Genau, und deshalb will ich jetzt auch kein großes Fass aufmachen. Die fünfte Frage: Was war dein größter Fehler und was hast du daraus gelernt? Also mein größter Fehler war, dass ich in der Jugend nicht auf meine Gesundheit geachtet habe. Als junger Mensch, da geht alles gut. Ich war ein kleiner Gott im Skifahren, Motorrad gefahren bin ich nach dem Motto, habe ich vorher schon gesagt, lieber tot als überholt. Mhm. Wenn es mir mal in die Botanik gesteckt hat, dann habe ich mir halt Daumen abgerissen, da habe ich mir aber beide Arme gebrochen oder irgend sowas. Mein Gott, das heilt schon wieder. Mhm. Ja? Dass ich heute aber krumme Finger habe, dass ich immer noch nicht gescheit Maschinen schreiben kann, weil ich mehrere Finger nicht mehr gut bewegen kann, weil die Nerven durchtrennt waren und so weiter. Das ärgert mich heute jetzt. Ne? Mhm. Und daraus habe ich gelernt, einfach, dass es momentan für mich wichtig oder überhaupt jetzt für mich wichtig ist, auf die Gesundheit zu achten. Und in meinem Alter, ich bin 62, kann man eh nicht mehr Gesundheit aufbauen. Man kann nur Schadensbegrenzung betreiben. Und deswegen trainiere ich heute jetzt mindestens 5, eher 6 Mal in der Woche, immer abwechselnd Ausdauertraining oder Krafttraining oder gehe dann am Wochenende Skifahren oder Mountainbiken oder solche Dinge. Und ich bin kein Ernährungspapst, aber ich versuche halt hin und wieder ein bisschen gesund zu essen und ich versuche halt nicht jeden Tag, wie es früher war, jeden Tag 3, 4 Weißbier zu trinken, sondern vielleicht nur am Wochenende. Also das Learning war eigentlich, mehr auf die Gesundheit zu achten. Ja, das ist, ja, da muss ich auch noch ein bisschen gucken. Also ich trinke ja liebend gern Wein oder Gin. Ja, ich auch. Genau, aber ja, ich mache da schon meine Sachen. Ich denke mal, dass ich da gut auf dem Weg bin. Also ja, mega spannend. Die sechste Frage: Welche Tools nutzt du eigentlich so im alltäglichen Arbeit, so generell jetzt, wenn du, ich weiß nicht, bist du noch im operativen Geschäft, im Vertrieb oder wie machst du das und was nutzt du da? Nutzt du Zoom, nutzt du WebEx, nutzt du Teams oder machst du das ganz in Präsenz? Also es gibt ja
momentan zwei Leben bei mir, sage ich jetzt mal. Das eine ist das Freizeitleben. Da habe ich jetzt zum Beispiel eine Ausbildung als Bike-Trainer gemacht. Bin also ausgebildeter österreichischer Bike-Trainer. Da mache ich verschiedene Bike-Touren, aber mein Schwerpunkt ist, dass ich den Leuten eigentlich zeige, wie man bergab fährt. Also es gibt ja viele Menschen in meinem Alter oder über 50, die sagen, ich liebe die Berge, ich fahre so gern hoch und mit dem E-Bike komme ich auf jede Alm. Es ist so schön, die Aussicht da drüben. Aber wenn ich runterfahren muss, wie geht das? Und da ja eins meiner Hobby Downhill-Biken ist, also nur runterfahren, nicht auf, habe ich einen Kurs entwickelt, wo ich den Menschen zeige, wie man sicher und gefahrlos einen Berg runterkommt. Und auch das noch im höheren Alter, dass man mehr Spaß haben kann, dass das Runterfahren Spaß macht und dass das nicht als Zwang ist. Und da habe ich einen Kurs entwickelt, der kommt sensationell gut an. Und den Kurs, und jetzt kommen wir zu den Unterschieden, den Kurs vermarkte ich überwiegend über Facebook, weil ich da den Endverbraucher treffe, die Zielgruppe. Da gibt es die Bergdoktor-Freunde, Bergdoktor ist ja die Gegend, kennst du ja, Elba und weiter. Und dann schreibe ich denen einmal rein, wenn er mal Spaß haben wollt, der Bergdoktor besuchen und dann kommt er zu mir, dann zeige ich euch, wie man toll Mountainbiken kann. Und das läuft über Facebook. Aber als Rednermacher, also jetzt mein Geschäft, mit dem ich eigentlich mein Geld verdiene, natürlich Handy und Laptop und was in der letzten Zeit extrem zugenommen hat, Zoom. Ich habe ja früher, war ja Vertriebsleiter und habe da meine jungen Verkäufer gesagt, ihr müsst 40 Telefonate am Tag führen. 40 Mal telefonieren, sonst kannst du kein Geschäft aufbauen. So. Und habe auch Strichlisten führen lassen und so weiter. Und heute würde ich sagen, du musst 80 E-Mails schreiben und zoomen. Das ist aber jetzt pandemiebedingt, ich hatte früher auch immer telefoniert. Also ich habe immer ein Telefon da gehabt, ne? Telefon, Handy, was weiß ich. Und habe festgestellt, dass ich jetzt ganz, ganz wenig telefoniere und viel mehr Zoom-Termine mache. Es ist viel persönlicher und die Leute halten sich besser dran. Wenn ich sage, ja, lass uns um 10.30 Uhr telefonieren und dann, ach, du bist schon dran, ah, ich habe noch telefoniert. Wenn ich sage, 10.30 Uhr Zoom, sind alle da. Also das hat sich so ein bisschen gewandelt, so mehr zu der, in meiner Jugend gab es, oder wie ich junger Verkäufer war, hieß es ja auch schon, Bildtelefonie, Videotelefonate, was Exotisches, ruckelig immer und gebrochene Sprache. Das war halt damals so. Heute haben wir moderne Übertragungsgeschwindigkeiten, geht alles. Und deswegen möchte ich sagen, kommt gerade in dem Bereich, also was jetzt so bei mir ganz stark entwickelt hat, gesehen ist das Thema Zoom. So, genau, also nutze ich auch, ehrlich gesagt. Hauptwegen. Immer gerade beide. Aber ich nutze auch natürlich noch das klassische hier Telefon, ja, wo ich wirklich da meine Zielkunden anrufe, ne, und den ersten Termin mache mit denen und dann halt im zweiten Termin über den Zoom mache. Ne? Weil ich mache so, was hat Jochen Schweizer damals gesagt bei Höhle der Löwen? Mit der Hand am Arm. Ja, genau. Ja, klar. Na, er hat ja mit der Hand am Arm, er hat ja mit der Hand am Arm die Flyer verteilt, während es vor Weihnachten, ne? Und so hat er ja sein Imperium aufgebaut. Ja, sagen wir mal so, die Grundgesetze des Verkaufens, die haben sich in den letzten 30 Jahren nicht geändert. Nee. Dann wie physikalische Gesetze. Wenn ein Kugelschreiber runterfällt, liegt er am Boden. Ja. Physikalisches Gesetz der Schwerkraft. Ja. Aber die Tools und Methoden haben sich geändert. Richtig, richtig. Und das zu erkennen, weil darum habe ich ja vorher das Beispiel Facebook gesagt, gerade in unserer Branche, in der Rednerbranche, sind alle auf Facebook und posten, wo du leere Theatersäle und volle Säle und. Ja. Auf Facebook bin ich der Meinung, erreichst du kaum einen Firmenkunden. Ja. Da musst du ganz andere Wege gehen, richtig, und wie du auch sagst, telefonieren. Da muss ich halt mal einen anrufen. Richtig. Davon selber, bloß weil er auf Facebook kommt, wird der Vorstandsvorsitzende von Siemens nicht kommen und sagen, wow, der Michael Weihrauch, der hat einen tollen Vortrag. Richtig. Das kannst du vergessen. Den musst du schon anrufen. Richtig. Man muss wirklich die Firmen wirklich anrufen. Es bringt kein Facebook, es bringt kein LinkedIn. Ne? Es bringt kein Dings. Und das sagt ja auch Martin, ne, Limbeck, das bringt keinen Sinn. Also für PR. Für PR,
Das musst du sagen. Für PR ist Social Media mega eine Sichtweite, ne? Dass man sichtbarer wird mit seinen Beiträgen, aber die Buchungen laufen generell eigentlich, wenn man direkt anruft, ne? Und direkt halt sein Produkt, Es seine hängt ein bisschen Dienstleistung pitcht. vom Produkt ab und auch von der Genau. Erreichbarkeit der Leute. Also ich bin da ein Genau. bisschen weggegangen davon zu sagen, es gibt den einen richtigen pauschalen Weg, sondern, und das ist ja auch die Stärke von mir, wenn jetzt Redner betreue oder Unternehmer betreue, jeder ist ja ein anderer Mensch, jeder ist ein anderer Typ, jeder hat eine andere Firma, ein anderes Produkt. Und ich versuche ja, ich unterstütze ja im Marketing. Und dann schauen wir die alle einzeln an, nicht in einer großen Gruppe mit 100 Leuten in einem Saal, Nee, sondern klar. jeden einzeln. Ja. Sprich mit dem, schauen wir den an und entwickeln dann für den, exakt für den ein eigenes System oder eine eigene Marketing-Idee. Und das ist ja auch in der Rednerbranche total unterschiedlich. Wenn du jetzt einen Gedächtnistrainer hast, der hat 70 Millionen Kunden in Deutschland, ne? Weil jeder zwischen 8 und 80 braucht Gedächtnistraining. Wenn du aber jetzt einen Spezialverkäufer hast für bestimmte Produkte, der 3 Kunden hat in Deutschland, ja, sag mal, du machst Roboter für die Automobilindustrie, hast vielleicht 5 Kunden in Deutschland, da musst du den ganz anders positionieren, musst mit dem ganz Richtig, anders vorgehen. richtig. Also die Positionierung, es hält wirklich auf die Positionierung aus. Ne? Das hab ich nebenbei auch gemerkt, die Positionierung, wie ich bei der Telekom angestellt war. Ne? Es Ja. hängt mit der Positionierung aus. Ich habe mich wirklich mit der Positionierung auseinandergesetzt. Wie positioniere ich mich? Wie mache ich das? Ne? Gehe ich jetzt erstmal in diese Branche rein und gucke erstmal, dass ich die breite Masse reinkriege und nutze halt erstmal die breite Masse. Ne? Und dann halt hat sich das und das kristallisiert sich immer mehr, ne, daraus, dass es immer zu diesen Branchen halt hingeht. Telekommunikation, Baumärkte. Ne? Ja, richtig. Also generell eigentlich Einzelhandel. Ne? Telekom ist Einzelhandel. Genau. Genau. Cooles Thema. Cool Antworten. Die siebte Frage. Wie sieht so ein typischer Henny-Tag aus? Naja, ich habe ja, wie gesagt, zwei Leben Hm, zurzeit. hast du gesagt? Einmal das Sportleben. Also Freizeit, da versuche ich dann ein bisschen länger zu schlafen, gut zu frühstücken, mir Zeit zu lassen und dann eben Sport treiben, meine Bikekurse zum Beispiel oder Zeit mit der Familie zu verbringen. Ich habe zwei wunderbare Enkelkinder, mit denen dann auf den Spielplatz gehe oder irgendwelche Abenteuerspiele mache oder so. Und der Arbeitstag, also mein Tag als der Rednermacher, läuft so ab, dass ich relativ früh aufstehe, kurz ein Müsli-Frühstück mache. Dann setze ich mich an meinen Arbeitsplatz und mache mir einen Plan für meinen Tag. Das klingt blöd, weil man sagt, man soll länger vorausplanen, aber bei mir ist es halt so, dass in der Früh oft irgendwas brennt. Und dann muss ich halt wieder diese üblichen Einteilungen machen, was ist dringend, was ist wichtig und dringend. Und da brauche ich immer schon 5 bis 10 Minuten, bis ich meinen Tag geplant habe. Aber das ist was, was mir dann auch hilft, wirklich effizient zu arbeiten. Nicht so nach dem, oh, jetzt kommt eine Mail, jetzt mache ich wieder was anderes, sondern sehr strukturiert arbeite ich das alles ab. Dann muss ich natürlich viele Mails bearbeiten, dann telefonieren. Manchmal darf ich sogar einen schönen Podcast machen, so wie heute. Und natürlich dann Konzepte schreiben. Konzepte machen, entwickeln, anpassen. Das ist sehr viel Brainarbeit. An so einem Rednerkonzept sitzt du schnell mal einen halben Tag oder so. Also es ist auch viel Arbeit, aber da brauche ich dann auch mehr Konzentration, da schalte ich dann auch meistens Handy und alles ab und versuche mich wirklich auf das Thema zu konzentrieren. Naja, und dann ist der Arbeitstag natürlich nicht um 18 Uhr zu Ende, sondern dann nach 18 Uhr werden dann die Sachen gemacht, die nicht so dringend sind, aber auch erledigt gehören. E-Mails beantworten, Pressearbeit, Webartikel einstellen, Journalisten beauftragen. Da hat er solche Dinge halt, die man danach machen kann. Naja, und dann hat so ein Arbeitstag dann schnell mal 10, 12, 14 Stunden. Aber im Endeffekt mache ich es ja gern, es macht mir auch Spaß. Und wenn ich dann noch irgendwie Zeit habe, dann mache ich noch irgendeinen Sport. Ja, cool. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Da hast du was gesagt, da wollte ich gerade was ergänzen. Mir Ja, ist vielleicht jetzt fällt das Spiel dann neu. aber mir ist es, mir ist nicht, mir fällt es jetzt gerade nicht mehr ein. Aber egal.
Auch ich brauche Gedächtnistraining, dass ich das Ich behalten kenne einen kann. guten. Ach ja. Nee, by the way. By the way, mir fällt es nicht mehr ein. Egal. Dann kommen wir halt zur schönsten und achten Frage. Da darfst du gerne so vier Tipps mitgeben, was du Anfänger, Anfängerin, respektive Selbstständige, respektive Unternehmer, Unternehmerinnen mitgeben kannst, wenn die jetzt in dem Bereich Redner werden wollen. Also, mich fragen ja viele Leute, wie wird man erfolgreicher Unternehmer, wie wird man erfolgreicher Redner und so weiter. Und dann sage ich das ganz einfach. Es gibt drei Dinge. Drei Dinge musst du beherzigen. Das erste ist Fleiß, zweitens Fleiß, drittens Fleiß. Und dann schauen wir alle dumm an. Aber es ist einfach so. Ich wäre heute da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht meinen Arsch bewegt hätte. Da hat man aber vorher schon drüber gesprochen. Es gibt schon noch einen sehr wichtigen Punkt über das Fleißigsein hinaus. Du musst zu deinem Produkt stehen. Und wir haben ja über Verkaufen auf Bayerisch gesprochen. Da möchte ich gerne den FC Bayern als Beispiel bringen. Ich bin kein Fußballer und ob man FC Bayern mag oder nicht, ist auch wieder eigenes Thema. Aber ich glaube, es gibt kaum einen Verein, wo die Menschen so dahinter stehen. Also ganz, ganz, ganz oben, wo auf dem Nummernschild draufsteht, wir sind wir. Der Spruch von FC Bayern, wir sind wir. Wir halten zusammen. Wir sind wir. Und es gibt tatsächlich Leute, die lassen sich das auf den Rücken tätowieren. Also so breit, wir sind wir. Ganze Schulter. Du musst jetzt dein Firmenlogo nicht auf die Schulter tätowieren lassen. Aber ich will damit nur sagen, es gibt Menschen, die stehen da brutal dahinter. Und so musst du hinter deinem Produkt stehen. Sonst nutzt ja der ganze Fleiß nichts. Und ich habe da ein Beispiel. Ich bin ein leidenschaftlicher Autofahrer und ich hatte auch in meiner beruflichen Umorientierungsphase, habe mich auf verschiedene Jobs beworben und habe mich beworben als Geschäftsführer beim Autohaus. Und ich habe schon meinen Aktenkoffer zusammengepackt gehabt und alles und wollte eigentlich zum Vertrag unterschreiben gehen und bin aus dem Haus gegangen und dann sagt meine Frau zu mir, sag mal, möchtest du dein Leben lang Peugeot fahren? Nichts gegen Peugeot. Nicht falsch verstehen, das ist wirklich war so. Ich hätte Geschäftsführer im Autohaus, im Peugeot-Autohaus werden können. Da haben wir das nochmal überlegt und obwohl ich keinen Job zu der Zeit hatte, ich war arbeitslos, bin ich wieder reingegangen und habe das abgesagt. Weil meine Frau mit dem einen Satz hat völlig recht gehabt. Du musst hinter deinem Produkt stehen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und das ist auch bei meinen Rednern immer das Problem. Die Redner kommen mit vielen Ideen und ich habe die Ausbildung, ich habe das gemacht und dieses Thema, diese Idee und so weiter. Und das mag ja alles nett sein. Aber die Frage ist doch, braucht das jemand? Und wenn ja, stehe ich hinter dem, was der braucht. Und da setzt halt dieser Workshop an, den ich entwickelt habe. Da setze ich mich mit einem Redner zusammen, nicht mit 20 in der Gruppe, sondern mit einem. Und entwickle mit diesem einen einzigen Redner, nur er und ich, eben verschiedene Vortragsthemen, verschiedene Vortragstitel, wofür er steht. Das muss ja stimmen, wofür er steht, aber halt auch, was der Markt braucht. Ja, weil wenn du welche Produkte hast, also ich erlebe ja da in der Rednerbranche immer ganz schlimme Geschichten, ja. Entsingelung und lauter solche Sachen und was wir vom Parship lernen können und solche Dinge, das mag ja nett sein, aber das interessiert doch im Geschäftsleben keine Sau. Und ich sage jetzt mal, ich möchte mal so ein Beispiel rausgreifen von einem Titel, weil wir ja über Vertrieb sprechen. Ich habe mal einen Titel entwickelt für einen Vertriebstrainer, der hieß nicht, Kauf du Sau. Der wäre auch noch gut, ne? Nein, sondern das war ein Spezialist zum Thema höhere Preise erzielen. Und der Vortragstitel hieß einfach, kämpft um eure Preise. Ausrufezeichen. In diesem kurzen Satz steht alles drin. Du musst da nichts mehr erklären dazu. Und jeder weiß, worum es geht. Und dieser kämpft um eure Preise, da gab es ja dann sogar ein Buch dazu und so weiter. Das war eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte. Und so versuche ich halt solche knackigen Titel zu generieren, wo der Kunde gleich weiß, das ist das Thema, das brauche ich.
und nicht irgendein langes Rumgeeire. Also man könnte ja sagen, wie Sie mit wenig Aufwand bei Key-Accounts größere Honorare und Gewinne machen. Mhm. Kämpft du mal die Preise? Ja, das ist bei mir auch so, Andi, dieses Webinar, was ich damals entworfen habe, Empathie zum Kunden, knackig, ne? Genau. Ne? Und das jetzt mittlerweile jetzt ein Workshop ist, ne? Das habe ich eher abgegradet, wo ich sagen kann, hey, ich will eigentlich nur 5 Teilnehmer drin haben in dem Workshop, aber dafür ist es effektiver. Genau. Ja, mega spannend. Vielen Dank für die Antworten erstmal und für die wertvollen Tipps. Jetzt kommen wir so ein bisschen in die persönliche Ecke noch ein bisschen rein. Und zwar mit die 9. Frage. Mit welcher Person würdest du gerne zusammenarbeiten? Respektive, mit welcher Person hättest du gerne mal zusammengearbeitet? Also, ich hatte nie große Vorbilder. Ich hab immer auf das konzentriert, was ich kann, was ich will, mhm, und mir meine Ziele gesetzt. Mhm. Klar, würde ich gerne Auto fahren können wie Michael Schumacher oder Timo Scheider, oh, oder solche Dinge. Klar, würde ich gerne so Skifahren können wie die Lindsay Vonn. Würde mir reichen. Muss nicht der Hermann Mayer sein. Das ist klar. Aber ich sage jetzt mal, der wichtigste Mensch in meinem Leben war mein Opa, der viel zu früh gestorben ist. Ja, cool. Mit dem würde ich gerne nochmal reden. Cool. Ja, ich auch. Ja, cool. Dann, wow, noch 3 Fragen. Noch 3 Fragen. Die 10. Frage, welche Projekte hast du so in der Zukunft geplant? Als große Leidenschaft, die Bike-Kurse, die möchte ich weiter ausbauen. Cool. Die kommen jetzt schon gut an, aber ich würde da noch viel mehr machen. Ich bin jetzt auch schon dabei, einen zweiten Kurs zu planen, also Steigerung, weil ich ja so einen kleinen Fanclub habe, die Kurse bei mir machen, sagen dann, was können wir jetzt noch machen? Yeah. Und das Bergabfahren, das Downhill-Biken macht jetzt Spaß. Falls hier jemand mal irgendwie schauen will, was ich da mache, die Webseite wäre trailzeit.at, also wie der Trail, wie der Bergabfahren, wie die Zeit, Trailzeit, ein Wort, und .at, weil ich ja meine Kurse in Österreich mache. Also trailzeit.at, kann man mal nachschauen. Genau. Kosten nicht einmal viel Geld, machen riesig viel Spaß. Genau, alle Informationen sind dann in den Shownotes. Genau, und geschäftlich freue ich mich natürlich darauf, weiterhin viele, viele interessante Menschen kennenzulernen und betreuen zu dürfen. Ich habe ja viele, viele bekannte Sportler betreut, also ein paar Namen habe ich ja vorher schon gesagt. Mhm. Und da werden natürlich da auch zu Veranstaltungen eingeladen, und für einen Motorsportler ist das schon ein Erlebnis, mal, sage ich mal, mit so jemand wie Timo Scheider oder der Alan Lohr über den Hockenheimring zu gehen, mhm, oder in der Startaufstellung von einem DTM-Rennen zu stehen. Mhm. Und ich freue mich natürlich darauf, viele Hidden Champions kennenzulernen. Ich habe viele Menschen, die jetzt nicht berühmt sind, aber die ganz, ganz tolle Geschichten erzählen können. Mhm. Ich denke zum Beispiel an einen meiner letzten Workshops, den Michael Okada, Deutsch-Japaner, sein Vater ist nach Deutschland gekommen, mhm, hat eine Deutsche geheiratet, und irgendwann hat er festgestellt, er hat in Japan einen Bruder. Und da gibt es richtig geile Geschichten von dem ersten Kennenlernen. Und das ist eigentlich das, was ich finde, was die Menschen so ausmacht. Ne? Und die Geschichte, die dahinter steht. Und wir fragen ja auch viele Leute, was muss ein guter Redner haben? Da muss ich sagen, eine gute Geschichte. Weil wie man eine gute Geschichte erzählt, das kann ich da lernen. Aber wenn du keine Geschichte hast, was willst du dann erzählen? Ja? Und das ist eigentlich so das, was ich für die Zukunft vorhabe. Auf der einen Seite also noch mehr Sport machen und gesund bleiben, und auf der anderen Seite halt viele, viele interessante Menschen kennenlernen. Mega. Ich ziehe jetzt doch die 12. Frage zur 11. Frage dazu. Wo siehst du dich in 5 bis 10 Jahren? Ich denke mal im Ruhestand immer noch. Und halt mit ich denke mal, von dir aus siehst du dich mehr
In Österreich, ne? Bitte, man, von mir aus. Von mir aus siehst du dich eher in Österreich, ne? In St. Johann. Ja, das Räumliche ist jetzt gar nicht so das Entscheidende. Ja, klar. Ich bin jetzt schon sehr, sehr viel in Österreich. Hängt natürlich damit zusammen, dass Dillingen, wo ich ja jetzt lebe, relativ flach ist. Also es gibt keine Berge. Und meine große Leidenschaft sind die Berge, weil zum Skifahren brauchst du Berge, zum Mountainbiken brauchst du Berge. Also insofern, klar, werde ich in der Zukunft noch mehr Zeit in Österreich verbringen. Ich wäre auch, was so ein privates Ziel ist, ich werde viele Enkel haben und werde mit den Enkeln Skifahren und Mountainbiken. Bin ja auch, war ja lange Jahre Skilehrer, werde vielleicht wieder meine Skilehrerprüfung nachholen, die muss immer wieder aufgefrischt werden. Und möchten meine Enkelkinder Skifahren und Mountainbiken. Und geschäftlich, denke ich, werde ich auch in 10 Jahren noch Veranstaltungen besuchen, wo Menschen auf der Bühne stehen und ihr Publikum begeistern. Und ich kann sagen, siehst du das, den habe ich dahin gebracht. Das ist mega. Ja, dann die letzte Frage. Was ist deine Vision und Mission zu allem? Naja, das ist in einem Satz gesagt. Gut, ich habe ja die Rittagentur 5-Sterne-Redner gegründet. Und da gab es von mir mal ein persönliches Motto, oder gibt es ein persönliches Motto, das heißt, höre nie auf, nach den Sternen zu greifen. Die Sterne sind unerreichbar, aber wenn wir sagen, das schaffe ich nie, dann werden wir es auch nie versuchen. Ja, das ist so wie Elon Musk. Elon Musk hat ja auch das, ich denke mal, darüber hat er das sich in den Kopf gesetzt. Er will jetzt den Weltraum erobern mit deinem Ja. Zitat. Ich denke Ja. mal, der hat sehr viel, denke ich mal, sehr viele deutsche Videos von dir geschaut. Ja, es waren immer Vielleicht. die Visionäre, die Welt vorangebracht haben. Ja, genau. Nee, ja, cool. Erstmal vielen herzlichen Dank, Henny Heinrich, Gerne, danke für die Einladung, Michael. für deine wertvolle Zeit, für deine wertvollen Antworten und für das ganze bayerisch Verkaufen so ein bisschen zu sagen. Ich meine, Dialekt, ich komme jetzt auch aus einer Region, wo jetzt Dialekt so unsexy ist, deshalb verwende ich meinen Dialekt nicht, weil ich finde meinen Dialekt unsexy und deshalb mache ich halt das nicht so in dem Maßen, ne? Ich kann auch den richtigen Dialekt jetzt auch nicht sprechen, ne? Auch nicht schreiben, ne? Aber ja, vielen Dank und meine Lieben, wenn ihr natürlich jetzt noch mehr wissen wollt über Heinrich, beim Handy. Alle Informationen, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes und wir hören und sehen uns in der nächsten Episoden und auch nächsten Podcoffee Talk Runden. In diesem Sinne viel Spaß und auf Wiederhören.